Junge, Junge, Junge. Zack. Guck mal. Zack. Und schon sind wir wieder gesund. Immer noch Stufe 25. Wie lange dauert denn das noch? Ach ja, das ist ja bloß die Macht. Das stimmt ja. Du geh doch mal da rum. Du bringst dir meine Leute um. Das geht ja so gar nicht. Ja, könnte auch gerne, aber... Hat jetzt zur Zeit eher nicht so. Das ist ja wirklich ärgerlich. Mach mich aber durch hier. Ich weiß ja gerade, was er kriegt, aber Fernkampf, Hinrichtung, Explosion. Alter, wer ballert denn da? Der Spinner. Wir haben gerade gar nichts Explosives da, Mensch. Das ist ja natürlich doof. Das macht er überhaupt nicht. Wolltest du das? Ja, natürlich, na klar. Wo ist denn der Große? Der ist da. Alles gerade nicht sehr schön.
Okay, der ist unten. Den können wir gerade nicht anvisieren. So, wir treffen hier. Endlich mal, wäre echt toll. So, jetzt haben wir keinen Fokus mehr. Und drauf. Mist. Ah, er versucht sie zurückzuziehen. Das ist jetzt natürlich unsere Chance. Vernichte diesen Tag! Der war gut! Vorsicht, das Feuer! Sichert meinen Rückzug! Nix. Du bist mein! Und jetzt wird er erstmal beschämt werden müssen, weil der ist zurückgerungen. Ja, so wichtig ist er gar nicht. So wichtig. Ja, das war mit Hinrichtung gemeint, ein Baum. Ich brenne nicht. Alter. So in der Schweiz. Tap. Tja, ein wenig Gesundheit. Und noch ein wenig mehr. Ja, es ist ein oder andere Mal versucht zumindest. Wo ist denn jetzt der andere Knochen? Alter, sind die schnell. Er ist da, okay. Ja, ich möchte ihn aber ungern töten, Mensch. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie viel XP wir noch brauchen. Ach du Scheiße. Ne, viel zu viele. Wir brauchen dafür noch viel zu viele Experience. Tja. Das ist doof. Ja, wenn wir schon mal da sind, können wir ja gleich mal durchgucken, was hier noch so Schönes gibt. Gefolgsleute vernichten? Nein, will ich nicht so gerne machen. Ach, hier Karagore. Das Verschlingen von Feinden aus dem Schleichen heraus stellt mehr Gesundheit eines Karagors wieder her. Das wäre toll. Stimmt ja, wir können ja noch mehr Karagore rufen. Das habe ich ja völlig vergessen. Hier Raubvogel können wir nochmal machen. Und das als nächstes, aber das nehmen wir jetzt noch nicht, weil hier ist noch gar kein Drache. Tja, dann müssen wir den wohl... Noch! Das macht nichts. Ich lebe noch! Auch das macht nichts. Auch ganz gut so. Alter. Nein, gib jetzt nicht auf!
Die Jungs wollen eine bessere Geschichte hören. Mhm. Steh auf und ermöglich mir einen ordentlichen Sieg. Gut, alles klar. Alter, was soll denn der Quatsch? Unsere Aufmerksamkeit gehört dir. Und wir haben kein Elbengeschoss. Stimmt ja, da war ja was. Nun los, lass dich doch mal fallen, Alter. So. Es geht mir hier jetzt gerade nur hauptsächlich um die Gesundheit. Eine Hinrichtung müssen wir noch machen. Und ich brauche Elbengeschosse. Da außerhalb des Gebiets, na toll. Okay, dann müssen wir mal ganz kurz das Gebiet mal verlassen. Nein, 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 was machst du denn? So. Guck mal, zack. Hallo, geh doch mal weiter. Will er nicht. Will er nicht. Er will nicht. Der will hier absolut nicht rüber. Ich habe keine Ahnung, warum nicht. Gut, er muss nicht. Dann nehmen wir halt den schöneren Weg. Wir wollen den schöneren Weg nehmen, aber gut. Da ist der Tag schon wieder. Ja, ja, ich bin schon wieder. Nur ich. Ja, ganz, ganz toll, aber... Wo bist du denn da? So, und jetzt können wir ihn endlich entweder töten oder aber wenigstens. So. Würde ich nicht unbedingt so nennen, noch nicht jedenfalls. Ja, sehr schön. Bringt mir den Tag. Lass das doch mal sein hier. Alter, lass mich in Ruhe. Typ. Verflixt. Nein, 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 gib jetzt nicht auf! Die Jungs wollen eine bessere Geschichte hören. Steh auf und ermöglich mir einen ordentlichen Sieg. Willkommen zu einer Trachtprügel, die du nicht vergisst. Der ist aber nur gebrochen. Ihr Abschaum, halt still! Alter, die Schuhe sind sie da alle auf mich drauf. Ja, ja, ist auch gut so. Ich will dich nur ein bisschen demütigen. Was soll das denn? Jetzt steckst du in Schwierigkeiten. Würde ich nicht so sagen. Mir
hierher und kämpfe, du Drachen! Geht gleich los. Alter, die Uruks, dass sie immer zum Teil so viel Platz brauchen. Und jetzt. Beuge dich! Und beschämen. Du bist die Verantwortung nicht mehr. Alter, na das war ja was. Junge, Junge. So. Wo denn? Wo liegt mir das? Hier. Na, ist ja toll. Ja, finde ich echt super. Ist ja gerade ein bisschen ungeil. Auch mit den Orlocks ist das hier ein bisschen unglücklich gelaufen. Oh, okay. Also das müssen wir leider liegen lassen. So Mist. Sadras, du musst für diesen Auftrag zunächst die Fähigkeit Verzehren freischalten. Auch nicht schlecht. Lugas Sklavenmeister, den können wir eigentlich als nächstes machen. Wenn wir schon mal da in der Nähe sind. Wenn wir schon mal da sind. Das ist hier ziemlich das äußere Ende der Karte. Also nehmen wir den auch mal mit. So. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er ja. Luga. Luga, Sklavenmeister. Jawohl. Unbeholfen, leichtes Ziel, anfällig für Schleichen, kränklich. Furcht vor Flüchen. Durch Explosionen. Sehr schön. Sollen Sie sagen, was Sie wollen? Mir gefallen die Geräusche von Maschinen. Naja, okay. Ah, Mist. Stellig! Klinge gegen Klinge! Du Ach, bist jetzt schon tot. Zurück? Nee, so nicht. Ich hole dich hier schon nach! Meinst du, ja? Naja. So, und jetzt gehörst du mir. Das setzt mich nicht! Einmal rekrutieren. Schließ dich der Armee des hellen Herrschers an. Mein Leben für dich, heller Herrscher, heller Herrscher. Und auch der soll den Häuptling ausspionieren. Schickst mich weg, was? Was? Jetzt hat er dich. Zack. Frisch, was? Frisch, was? Frischwasser? Wer weiß. Mal drauf. Guck, hast mich nicht gesehen, ich habe ein Schild, ne? Natürlich nicht. Versteckt euch mal schön weiter hinter eurem Schild. Der Hoheimer redet von den Bedürfnissen der Armee und dann nimmt er die ganze gute Ausrüstung für sich. Tja, kann passieren. So, hier haben wir noch ein Isilin, das hätte ich auch gerne noch und das verlorene Artefakt nehmen wir auch noch mit. Wir machen auch bald wieder mit der Story weiter. Aber erstmal brauchen wir halt genug, ein genügend hohes Level, um mehr Hauptmänner
und Häuptlinge zu beherrschen. Denn wir brauchen natürlich auch deren Kampfkraft und auch deren Fähigkeiten, um gegen die nächste Feste halt überhaupt bestehen zu können. Zack. Guck mal. Jawohl. Sehr schön. So. Und ich bin mal hier weg. Zack. Nein, natürlich nicht. Warum sollte er denn auch mal dahin springen, wo ich hin will? Wo er hinspringt. Ist ja endlich mal was Neues. Ach, da oben auch noch wieder. So. So. So gut, das sollte mir eigentlich so reichen. Nee, glaube ich nicht. Sehe ich nicht. So, und das Artefakt nehmen wir natürlich mit. 5 vor 9. Minas Ithil barg viel größere Schätze als diese Halskette, aber keiner war für mich wertvoller. Als kleines Mädchen schlich ich mich in die große Halle und nahm die Kette aus ihrem verschlossenen Schrank. Durch einen losen Haken, den nur Kinderhände erreichen konnten. Stundenlang bewunderte ich mich im Spiegel. Stellte mir vor, ich wäre eine edle Dame Gondors, so wie es meine Mutter gewesen sein muss. Irgendwann erwischte mich mein Vater, aber zur Strafe bekam ich bloß einen Vortrag zu hören. Er hatte wohl nichts dagegen, seine Tochter in solcher Pracht zu sehen. Naja, es kommt darauf an, was für eine Art Vortrag es war. Wenn es ein Vortrag übers Steuerrecht war... Es überrascht mich, dass diese Kette keinen Orkhals schmückt. Dann... Vielleicht können ihre groben Finger die feine Schnalle nicht bedienen. War es eine wirkliche Strafe. So. Jetzt habe ich meinen guten Joke selbst vermacht. Naja, gut. Ja, du weißt was. Du wirst fliegen. Fuba. Leichtes Ziel entflammbar, bisschen Futter. Sehr schön. Hinrichtung, Schleichangriffe, anfällig für Gift. Fuba Klingenmeister. Also wir können schon viele von denen tatsächlich einnehmen. Aber noch nicht alle. Und ich möchte ja natürlich alle nehmen. Toll. Meinst du? Glaube ich nicht. Sehe ich nicht. So. Jetzt mal wieder auf der Mappe, weil wir wollen hier hinten hin zum Isildin. Ich versuche ja möglichst schon alles auf einmal zu erledigen, aber alles können wir einfach nicht machen. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Ich war's nicht. Ich war's nicht, Frau Salisch. So. Keine Arbeit und Strafe. Ich glaube, hier unten war es, oder? Ja, hier unten ist es drin. Hast du schon mal an Lavadämpfen geschnüffelt? Hier bin schwindelig davon. Na, herrlich. Warum sollte man an Lavadämpfen bitte schnuppern? So. Na. Terrier. Sehr schön. Haben wir das also auch. Den Außenposten. Den würde ich super gerne einnehmen. Aber ich weiß gerade nicht, welcher der Kommandant des Außenpostens ist. Das wüsste, könnte aber vielleicht dieser Wurm wissen. Aber ich fürchte, der ist hier drüber über uns. Ja. Schleicht da jemand um? Mensch, das ging ja fast daneben. Ja,
Und da hinten ist einer. Da ist doch schon einer. Lass uns zählen, in wie vielen Schlachten du und ich gewesen sind. Ich hab den Überblick verloren. Ich hab das in der Welt. Genau. Eigentlich wird das doch über den auch angezeigt. Oder? Oder nicht? Doch. Das ist er. Würde ich fast behaupten, dass er das ist. Rechtes Ziel, entflammbar. Furcht vor Feuer, Hinrichtung, Steichangriffe, ein Blick für Gift. So, jetzt müssen wir nochmal kurz nachgucken. Genau. Das war er. Na denn, nehmen wir das auch mal auseinander. Achso, welche Stufe war der eigentlich? Welche Stufe hat der gehabt? Mal kurz gucken. Da. 33. Ach du. Vielleicht sollten wir das dann doch erst später machen. Wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir den etwas, ja, etwas hinausschieben, obwohl 36 auch nicht ohne 33. Okay, hier sind mehr Häuptlinge. Alter, 5 Häuptlinge und ein Oberherr. Das ist eine Menge. Okay, wir versuchen uns an dem. Ich halte das nur gerade für keine sonderlich gute Idee. Zumal da 7 Level über uns ist. Oder sogar 8. Sogar 8 Level. Level 33 und 8 Level über uns. Menschenrüstung ist nicht schlecht. Zum Einschmelzen. Meinst du? Guck mal. Jetzt denkt er vielleicht etwas anders. Nee, das wäre dumm. Das wäre extrem dumm, wenn wir das machen. Hier sind noch 2 Isildin, aber hier ist auch schon die Festung. Boah. Puh. Tja. Ich bin mir gerade nicht sicher, was wir da am besten machen. Hier haben wir noch ein Monument zu zerstören. Amuk der Champion. Wir machen das einfach mal. Wir machen das jetzt und dann passt das schon. Das ist mir wesentlich lieber, als bevor ich jetzt wieder drauf gehe und die ganzen Leute noch eine Stufe höher steigen. Das ist im jetzigen Levelbereich nicht mehr so intelligent. Nein, falsch. Oder? Ja, doch richtig. Nach oben durch? Na komm. Weil hier sonst keiner rumläuft. Dann können wir auch hier oben durch. Und dann da raus. Wo ist denn? Ach, da drüben. So, das Duell. Als für unseres Feindes. Was? Das ist nicht so wichtig. Also, jetzt kommt erstmal das Duell.